Marvin Kirchhöfer hat einen erfolgreichen Ausflug in die britische Formel-3-Serie unternommen. Am letzten Wochenende gewann der erfolgreiche Rennfahrer aus Leipzig bei seinem Gaststart in Silverstone gleich zwei Rennen. Im ersten Lauf hatte der 20-Jährige, der regulär in der renommierten GP3-Serie startet, zuvor den dritten Platz belegt. Im zweiten Lauf am Samstag nutzte der amtierende deutsche Formel-3-Champion die Fehler seiner Konkurrenten und setzte sich bereits vor der ersten Kurve an die Spitze. In der Folge baute Kirchhöfer seinen Vorsprung bis auf 3 Sekunden aus. Als der Regen einsetzte, hatte Kirchhöfer Mühe, seinen Boliden auf der Strecke zu halten. Nach einem Ausritt eines Rivalen wurde das Rennen aber mit der roten Flagge abgebrochen und der junge Sachse durfte sich als glücklicher Sieger fühlen. Auch im dritten Rennen am Sonntag setzte sich die deutsche Motorsporthoffnung mit einem starken Start gleich vor der ersten Kurve an die Spitze. In der Folge baute Kirchhöfer auf der trockenen Strecke seinen Vorsprung kontinuierlich aus und gewann schließlich mit einem komfortablen Vorsprung von mehr als 13 Sekunden. Vom 20. bis 22. Juni startet Marvin Kirchhöfer dann wieder in der GP3-Serie zum zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring in Österreich.